So, hallo und willkommen zur Super Fanta mit The Binding of Isaac. Wir sind wieder hier nach dem unendlichen Glück, das wir vor kurzem mit Maggie hatten. Also ich glaube, das ganze Universum hat uns mit Glück versorgt, wie eine Glücks-Genki-Dama in Dragon Ball Z. Und auch heute ist mal wieder mein charmanter Kollege, der Edel, mit dabei, der mich hoffentlich durch das Spiel wieder führen wird. Denn es ist immer noch ein Blind Run und ich habe immer noch wenig Ahnung und habe aber zum Glück dich. Kannst ruhig Hallo sagen. Ich habe da kein das, Problem. Das wollte ich die ganze Zeit, nur ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nein, nein. Mich darf man unterbrechen. Jederzeit. Hallo, ihr so. Leute da draußen. Wir spielen heute mit Kane. Kane startet relativ schwach, was Health angeht. Wir haben nur 2 Health. Dafür sind wir relativ fix unterwegs. Haben eine akzeptable Geschwindigkeit und ziemlich gute Stärke. Und starten mit dem Lucky Food. Und du hast mir, glaube ich, schon vorhin gesagt, was der kann. Also steigert irgendwie mein Glück, gute Items zu bekommen. Nicht, dass ich sonst immer Pech habe, aber du kannst an dieser Stelle erklären, was es ja genau macht. Ja, du hast jetzt einfach noch mehr Glück bei Items und das betrifft sowohl Truhen, also diese goldenen, sowie Lagerfeuer und Kackhaufen und alles, eigentlich so ziemlich alles. Und Glücksspiel wird dadurch auch erhöht. Okay, ja, praktisch. Ich meine, wir hatten ja die letzten... Beim Glücksspiel nur das Hütchenspiel und nicht den Rest. Achso, okay. Ja, wir haben Brother Bobby bekommen. Ganz gute Startheim. Oh, wir kriegen Geld. Sehr schön. Momentan mangelt es so ein bisschen an Bomben. Schlüssel haben wir zum Glück. Oh, eine Pille. Sehr gut. Nimm sie. Balls of Steel. Praktisch. Ach, stimmt. Die Pillen sind auch jetzt immer gute Pillen. Also, ich kriege keine negativen Pillen mehr. Sehe ich das richtig? Genau, oder zumindest ist die Wahrscheinlichkeit höher. Oder nicht, okay. Doch, sondern tatsächlich nur noch gute. Empfehle mir was. Will ich mein Glück herausfordern und dem kleinen Kollegen hier die 4 Münzen geben, die ich habe? Manchmal hat man Glück, man kriegt nach 4 Münzen was. Und ich habe neulich erst 20 Münzen gebraucht, bis ich mein Item hatte. Ich fordere es raus, weil dann kann ich wissen, wie viel Glück in diesem Playthrough vorhanden ist. Na? Na? Na komm, mit dem letzten macht er irgendwas total krasses. Gib mir eine Bombe. Du kleiner Drecksack. Ich gebe dir all meine Spartes und wie dankst du es mir? Das zeigt deutlich, wie viel Glück du hast, ja. Ja. Ich werde einfach nicht gemocht. Und wir haben immer noch keine Bombe, leider. Da hätten wir eine bekommen können, aber ja, leider alles zu. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwas von Larry Jr. Wahrscheinlich wieder im Doppelpack. Wie immer. Und überall Steine. Ich hasse es, wenn die in so ein Steinfeld anfangen. Joa, oh, jetzt länger. Jetzt sind die oben. Ich wette, gleich gehen die runter. Nein, oh, da war ich ein bisschen zu gierig, aber es ist noch gut ausgegangen. Ich muss wirklich ein bisschen aufpassen, weil diese Low-Health-Charaktere sind echt... mit denen ist nicht zu spaßen. Also Eve war schon relativ hart. Ich glaube, da haben wir auch nur wieder mit extrem viel Glück alles hinbekommen. Nein, oh. Aber wie gesagt, Brother Bobby, bin relativ happy mit dem ersten Item. Nein, 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 geh weg. Ja, das gefällt mir natürlich auch sehr gut. Noch schöner wäre es, wenn der auch von deinen Upgrades betroffen wäre, wie mehr Schaden. Nein, sind wir alle nicht. Bams. Und das bekommen wir. Sind Heal, und zwar Range Up. Okay, das ist jetzt auch nicht so super. Wie gesagt, bin kein großer Fan von Range. Und ja, leider können wir auch den Secret Room nicht suchen, weil wir haben keine Bomben. Finde ich ein bisschen schade an dieser Stelle. Ja, ja, kleine Zwischensequenz. Wir kriegen keine Luft. Aber wenigstens haben wir einen Schlüssel, dass wir auf jeden Fall hier in den Itemraum reinkommen. Wenn du nicht aus Versehen für irgendwas anderes ausgibst. Ich habe mir irgendwie angewöhnt, dass wenn ich wirklich mich konzentriert auf einen Gegner draufschießen will, dass ich immer vor und zurück laufe, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass dann die Schüsse besser das Ziel treffen oder schneller vorankommen. Oh, ein blaues Herz. Soulheart. Also an Soulhearts mangelt es uns erstmal nicht. Oh, Fleischhaufen. Mag ich nicht. Mag ich gar nicht. Also im Grunde alle Gegner, die horizontal und vertikal schießen, bin ich kein Fan von. Weil das sind genau die Bereiche, wo ich die treffen muss. Und ich bin doch nicht so geschickt, sage ich mal, in diesen Strafe-Shots. Wie nennt man das sowas? Nennen wir es einfach so. Aber es klappt ja im Allgemeinen trotzdem ganz gut. Ja, bisher bis jetzt noch zumindest. Kein Schaden, das hier ist schon mal nicht übel. Ich meine, so langsam ein bisschen Erfahrung habe ich ja jetzt auch gesammelt. Ich meine, das ist, glaube ich, der dritte Run. Ne, der vierte. Wir hatten Maggie, Eve und Isaac. Und ein Pillchen. Was kriegen wir diesmal?
Oh no, nein! Hast du nicht gesagt, dass ich nur gute Sachen bekomme? Nee, aber die Wahrscheinlichkeit ist erhöht. Ah, okay. Und ich finde das eigentlich schon oh, recht die gut, brennen, was die brennen, die brennen, die mag ich gar nicht. Jetzt brennen sie alle. Bin ich mit das ein oder sind die stärker, wenn sie brennen? Ja, ich glaube schon. Lösch sie. Ich habe das unglaubliche Talent, alles zu verfehlen diesmal. Nein, nein. Boah, natürlich trifft es mich noch. Okay, aber machen immer noch einen halben Schaden. Also ich weiß nicht, ob das brennt irgendwas bringt. Ich glaube, die springen weiter. Aber das könnte auch absolute Einbildung sein. Wieso treffe ich die denn nicht? Was ist los heute? Weil sie rumspringen wie die Irren? Ja, trotzdem. Ah, stimmt. Die mag ich umso lieb. Nein. Wenn die mit Zweierpack sind, kann es doch gefährlich werden. Geh weg. Geh weg. Ein Münzchen. Vielen Dank. Oh, und da kriegen wir Mr. Boom. Ich nehme einfach mal an, dass es eine Bombe, die ich auf Space nutzen kann, oder? Oh, du bist so gut. Ich bin richtig clever heute. Oh, und Sloth. Den mag ich. Den mag ich, glaube ich. Also, der ist nicht wirklich schwer zu besiegen. Ich hasse zwar nach wie vor die Charge-Maden. Die Turm. Vor allem, wenn es so viele sind. Dann erst recht. Na, gleich hasst ihn ja. Das Praktische ist, dass seine Bomben, seine Kotzbomben, auch seine Maden zerstören. Das heißt, da können wir so ein bisschen seine Fähigkeiten gegen sich selbst nutzen. Und wir kriegen irgendeine Tarotkarte. Und wir kriegen eine Trollbombe, super. Wie immer. Temperance, was war das nochmal? Eine Blutbank? Temperance, war die Blood Donation Machine. Ah, okay. So, das heißt, gleich können wir unser Glück herausfordern, indem wir herausfinden, wo denn der Secret Room sein könnte. Obwohl, will ich lieber die Kiste. Dann verschwende ich aber meinen Schlüssel und habe dann keine Garantie, dass ich jetzt hört auf, da rumzuhüpfen. Was soll denn das? Ja, aber durch dein Lucky Food könnte in der Kiste sogar ein Item drin sein. Echt? Okay. Jetzt, komm her. Achso, es kann immer ein Item drin sein, aber durch dein Item wird es halt nochmal erhöht. Ich hasse diesen Bereich. Ah, das ist noch eine Münze. Ich gehe nochmal runter, weil vielleicht finden wir auch so eine Bombe. Okay. Ich würde vorschlagen, dass ich hier die Bombe hinlege. Ah, sehr schön. Bombe, Schlüssel. Da würde ich nur einen Schlüssel bekommen. Optimal. Das heißt, würdest du auch hier die Bombe hinlegen? Was meinst du? Also wenn du an die Truhe willst, ist es ja egal, wo du es hinlegst. Ja, die Frage ist, will ich jetzt an die Truhe oder will ich sozusagen jetzt riskieren, hier den Secret Room zu finden? Ein Secret Room könnte halt das zweite Leben drin sein. Eben. Oder eine Leber. Eben. Eben. Oder eben, einfach eben. Nur Müll. Ich glaube, ich riskiere es nochmal und probiere hier die Kiste zu bekommen und leg das einfach mal hier mit der Hoffnung, dass die 0,01 Wahrscheinlichkeit da der Secret Room ist, aber natürlich nicht. Oh, das hat sich doch gelohnt. Wir kriegen sozusagen alles zurück und noch ein bisschen Geld dazu. Das heißt, doch noch nach dem auch hier werde ich, glaube ich, riskieren. Was meinst du? Lieber nach unten hin oder lieber nach oben? Ich glaube nach oben. Spontan hätte ich das auch gesagt. Ja, so, aber wahrscheinlich liegen wir damit dann wieder genau falsch. Natürlich liegen wir falsch. Traurig, traurig. So. Gegen wen kämpfen wir denn? Gegen Famine. Sehr gut. Altbekannter Gegner. Nicht wirklich hart. Ich kann ihn trotzdem nicht leiden. Ja, der macht hier halt diesen Charge-Move, solange wir davor sind. Rah! Rah! Oder auf die Kiste, dann würde ich beinahe wieder deinen Cube of Meat. Ach so. Gehen wir auf die andere Seite. Ah, jetzt spammt er wieder seine Fliegen. Jetzt kommt er wieder angecharged. Fliegen. Charge. Alles klar. Also relativ einfach zu kontrollieren. Und da verliert er den Kopf. Beziehungsweise den Körper. Jetzt laufen wir einfach die ganze Zeit im Kreis. Und treffen ihn kein einziges Mal, sehr gut. Ich würde sagen, Kreislauf ist ja schön, ein bisschen treffen wäre dann noch schöner. Ja, wir wollen jetzt nicht übertreiben. Ach ja, komm, ein bisschen angeben kannst du ja dann schon mal. Da haben wir den Cube of Meat. Und leider jetzt schon den satanischen Raum. Wir könnten unsere blauen Herzen opfern. Das Viech ist aber kein Angriffsviech, das halte ich, glaube ich, nur. Ab und zu mal. Was? Ernsthaft? Also gibt's mir ein Health? Oder. Es gibt. Wenn das Sister Maggie ist, dann kriegst du. Oh nee, dann. Nee, doch, das Sister Maggie, die greift doch mit an. Okay. Also ich glaube, das ist eine. Obwohl, kriege ich das überhaupt? Weil ich habe 3,5 Herzen. Also ich glaube, ich kann das gar nicht nehmen. Dann kriegst du es wahrscheinlich auch gar nicht. Hat sich erledigt.
Die wäre aber auch stärker als dein Bobby, den du gerade schon hast. Okay, schade, schade. Weil das hätte ich sogar genommen, weil ich meine, blaue Herzen werden früher oder später sowieso verschwinden. Also leider läuft es momentan so ein ganz kleines bisschen suboptimal. Dann kriege ich Bomben. Zwar ganz gut, aber trotzdem. Aber trotzdem, was Netteres wäre mir lieber. Zum Beispiel Damage Up, Health Up, irgendwas. Es gibt auch noch ein Robo-Baby, was hier hinterher fliegt. Ein Robo-Baby. Sogar ziemlich stark ist. Also momentan, also falls wir es wieder schaffen würden, in den Satansraum zu kommen, ich glaube, das wird schon von vornherein nichts, weil ich glaube, ich kann ihm momentan relativ wenig entgegensetzen. Oh, noch ein Pillchen. Das kriegen wir diesmal. Range Up, immerhin. Wie sieht es momentan von den Stats aus? Ah, okay. Alles noch relativ verteilt. Wir sind ungefähr überall bei 3. Okay, ich wollte schon sagen, ich wollte mich gerade schon aufregen, dass das die Charger sind, aber die kleinen Schießmarken sind ja noch okay. Und da kriegen wir noch ein Soulheart. Oh, die mag ich nicht, die mag ich gar nicht. Wieso ist der eine jetzt so super schnell gerade geworden? Vielleicht haben sie sich gegenseitig irgendwie wahrscheinlich. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn ich die anschieße, dass sie manchmal von irgendwas abprallen. Von der Luft. Noch ein kleines Münzchen. Ah, die Fliege. Ah, da laufe ich in die Fliege rein. Was soll denn das? Diese verdammten, da schieße ich auch die ganze Zeit gegen Stein. Langsam reicht's mit denen, nicht treffen können. Ach, sonst wäre es doch zu einfach. Meinst du? Ja, ich glaube, wir haben einfach all unser Glück in den letzten Playthroughs verbraucht. Aber wenigstens haben wir jetzt ein paar Bomben. Das heißt, wir können gleich mal experimentieren, wo der Secret Room sein könnte. Und da kämpfen wir gegen Lust. Quasi der einfachste Zwischenboss, den es geben kann. Weil ich meine, okay. Ja, solange man ein Speed-Up hat. Ansonsten nervt er ziemlich. Ja, ich glaube, den kann man noch austricksen. Also selbst wenn man langsam ist, dann kann man sozusagen den gegen die Wände laufen lassen. Wir kriegen noch ein Pillchen. Was kriegen wir diesmal? Telepilz, super. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Extremst, ja. Dam, dam, dam. Wir laufen weiter. Oh, Fleischhaufen. Fleischhaufen. Mag ich nicht sehr gerne und werde beinahe wieder getroffen. Nein. Willst du nicht noch ein bisschen Blut spenden? Wo denn? So zwei Herzen. Ja, du hast noch Temperance. Ja, stimmt. Nee, nee. Nee, sicher? Eher nicht. Nein, oh, da bin ich. Danke, kleiner Cube. Obwohl, ich glaube, der Stein hat sie diesmal aufgehalten. Sehr gut. Sachen, die normalerweise mich extrem aufhalten, halten jetzt die Gegner auf. Ah, okay. Dieser Raum ist, glaube ich, einfach. Wenn doch der erste Fliegenkopf stirbt. Das war's. Ich habe aber leider keine Schlüssel. Das ist etwas, was mir ein bisschen Sorgen bereitet. Gut, auf der Ebene brauchst du auch keine mehr. Ja, aber früher oder später wirst du schon noch einen kriegen. Möglich. Gibt ja leider keine Garantie. Ich werde auf jeden Fall jetzt gleich mal in den Arena-Room gehen und einfach. Jetzt kriege ich Bomben, super. Eigentlich will ich das nicht riskieren, nein. Weil ich würde jetzt schon irgendwie gerne in den Shop gehen. Also hier ist noch ein Stein, den ich in die Luft springen kann. Und natürlich nur wieder eine Bombe. So, Secret Room, Secret Room. Wir könnten uns auch in den Shop sprengen, wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben, ja. Haben wir natürlich nicht. Haben wir aber nicht. Das heißt, Secret Room ist wahrscheinlich an dieser Stelle. Oder drunter. Natürlich. Das Unicornhorn. Hm. Eigentlich wäre es eine Verschwendung, das nicht mitzunehmen, weil ich meine, den Bombi hier. Ich meine, wir haben momentan Bomben. Ich habe auch die ganze Zeit verpennt, dass ich den habe. Ich hätte auch die Bomben nutzen können, aber naja. Man steckt nicht drin. Ich persönlich liebe das Unicornhorn. Graf Fistula. Ja, das Unicornhorn ist schon ganz cool. Und ich hasse, dieser Boss nervt auch so ein bisschen. Ernsthaft? Also, weil sie 20.000 mal teilt und dann kommen die Turbomaden raus. Ja, der Turbomaden-Aspekt ist das, was mich nervt. Aber wenn es zu voll wird, dann ist es, glaube ich, ja, hier. Ich meine, das lese ich sowieso gleich wieder. Hallo?
Bitte treffen. Nicht ja, mal du musst dich auch treffen, nicht von denen wegrennen. Nicht mal gegen Gegner laufen kann ich heute. Nicht treffen und nicht gegen Gegner laufen. Das ist eine gute Kombination. Komm schon. Komm schon her! Die letzte Turbomane kriegst du doch noch. Oh, und wieder so ein Kack-Item. Nee, das ist gut. Tier Swap, ja, okay. Es könnte aber auch was Besseres sein. Wieso läuft die Musik weiter? Ah, egal. Ich will mich hier entfernen. Ich werde jetzt schon in der vierten Cave, beziehungsweise in der vierten Basement, beziehungsweise im vierten Level. Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Und wir haben nur Scheiße bisher erhalten irgendwie. Also nicht totale Scheiße, ich glaube, es geht wesentlich schlechter. Aber vielleicht bin ich auch verwöhnt. Ja, bist von den letzten Playthroughs. Jetzt kommt her. Jetzt kommt doch nicht her. Der knallharte Alltag in diesem Spiel, dass man einfach nur Mist kriegt. Aber es könnte noch viel schlimmer sein. Also wirklich viel schlimmer. Ja, ich könnte wahrscheinlich noch mehr Speed abbekommen, denn ich bin, wie die meisten wahrscheinlich schon wissen, kein Freund von. Ah, komm. Von Speed Up. Ah, sehr gut, Nickel. Aber wir werden wahrscheinlich nie wieder in den Shop oder in den Itemraum kommen. Na, mit ein bisschen Glück, vielleicht können wir uns ja reinbomben. Ja, mit Glück ist momentan so ein bisschen mau. Hier mit diesen Strafe-Shots, sag ich mal, kann man den noch ganz locker wegnehmen. So. Vor allen Dingen, wir haben bisher noch gar kein einziges Health abbekommen. Ah, ein Schlüssel, sehr gut. Ein bisschen Glück muss auch sein. Fuck, ich hasse die, ich hasse die, ich hasse die, ich hasse die. Hasse ich sehr. Nein, natürlich tritt mich einer. Wie hätte es auch anders sein können? So, bleib weg von mir. Treffen darfst du aber trotzdem. Ja. Sehr gut. Das sind die Charger, nehme ich an, oder? Ja. Ja. Das sind die Turbomaden. Da habe ich wieder mehr Glück als Verstand, dass die sich von mir weg entfernt haben. Und einen Schlüssel. Und wir kämpfen gegen Pride. Pride war nochmal wer? Ah, der Trollololololol. Mit Bomben und Diagonal. Genau. Macht er sich auch selbst Schaden mit den Bomben? Ich denke schon. Okay, was haben wir bekommen? Judgment. Damit kriegen wir den Bettler? Oh ja. Oh also, yeah. Dann, das heißt, mit so viel Geld, wie wir haben, müssen wir auf jeden Fall irgendwas Gutes bekommen. Na, bin ich mir nicht so sicher. Ach komm. Okay, eine Treasure Map. Nicht schlecht. Ich hätte dann sehen wir schon gleich den Secret Room. Ich hätte mir ein bisschen Health gewünscht und wenn schon eine Karte, dann vielleicht eine bessere, also die einfach die ganze Map revealed. Na super, so ein Maschinchen. Will ich's? Ich glaube, ich will's. Einfach nur, weil ich meine, wir können Schlüssel bekommen, wir können einen Dollar bekommen, wir können ganz viele andere Sachen bekommen. Das heißt, ich zock einfach mal bis zu 10 Pennies. Vielleicht kriegst du ja deinen Dollar. Wir kriegen ein Pillchen, sehr gut. Sogar eins, das wir noch nicht kennen. Range up! Das war doch gar nicht mal so übel. Kriegst halt sowieso 20 verschiedene Pillen, also langsam müsstest du ja alle haben. Ja, aber es gibt doch noch HP-Pillen und so weiter. Ah, ein Soul Heart, das ist schon mal gut. Ach komm, ich verzocke jetzt einfach mal alles. Ah, ein Pretty Fly haben wir noch bekommen, siehst du? Lohnt sich doch. Da leckst du ein bisschen unten Schlüssel haben wir bekommen. Sehr gut. So, ich glaube, ich lasse es erstmal und stimmt, da müssen wir nochmal freispringen. Ich will nämlich doch noch den Shop besuchen, weil vielleicht kriegen wir ja irgendwas Nettes. Man weiß ja nie. So, in welche Richtung? Gehen wir mal runter. Ein Pillchen, das will ich auf jeden Fall. So, jetzt nicht gegen die Stacheln rennen. Und nochmal ein Fragezeichen. Bombs are key. Okay. Ich weiß nicht, ob das gut war. Aber jedenfalls hast du jetzt schon mal genug Schlüssel. Ja, das stimmt. Für den Rest deines Lebens. Nein, nicht für den Rest meines Lebens. Also ich glaube, dass wir an der Slot-Machine waren, war wirklich eine gute Entscheidung. Denn wir haben doch ein Soul Heart bekommen, ein Pretty Fly, die uns hilft, mal die Schüsse abzublocken. Was ich laber heute wirklich nur Schund. Do Want, auf jeden Fall. Auch wenn wir hier schon wieder fast lohnen müssen. Ja. Und dann auf jeden Fall in den Shop und gucken, ob es da was gibt. Nicht den Kopf verlieren, Jungs.
Es gibt nur einen Headless und mit dem spiele ich gerade. Vielleicht sollten wir den Leuten nochmal sagen, dass wir uns gar nicht gerade live sehen, sondern dass wir durch eine waghalsige Konstruktion das Ganze streamen und aufnehmen und Sound und alles. Also bitte etwas Respekt vor der waghalsigen Konstruktion, die wir hier aufgebaut haben. Jetzt muss natürlich wieder angeben. Ja, ein bisschen. Weil ich meine, Binding of Isaac lässt sich auch nicht so ohne weiteres frapsen. Und das war auch schon... Ich will nicht sagen, dass es tricky war. Oh nein, fuck. Ich hasse... Notfalls, genau. Ja. Dann halt noch ja, den Gegner reinlaufen nach Möglichkeit. Ja. Ich muss zugeben, ein bisschen in Panik verfallen. Aber, naja. Ah, vier davon. Das wird nervig. Ja. Schon, mach den Mund auf. Okay, es ging einfacher als erwartet. Und noch ein Schlüssel. Langsam wird es lächerlich. Wenn man sie nicht mehr braucht, kriegt man Dutzende. Ja, so ist es immer. Denn weiter geht's. Ein Bettler, sehr gut, ich freue mich. Gut, dann braucht man eigentlich auch nicht mehr in den Shop gehen, weil du wirst wahrscheinlich kein Geld mehr dafür haben. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Okay, das bringt mir leider nichts. Ich muss da sagen, ich persönlich bin ein riesen Fan von dem Bettler. Weil wirklich... Ist der Emperor? Was macht das nochmal? Teleportiert dich zum Boss. Okay. Wird auf jeden Fall auf den späteren Ebenen gar nicht mal so interessant. Okay, was kriegen wir hier? The Tower. Was Bomben macht The Tower? Standard, also Trollbomben, die halt überall spawnen. Okay, wollen wir nicht. Okay, ich glaube, wir haben wirklich all unser Glück in den anderen Videos gelassen, weil... Der Kollege hat jetzt unendlich viel Geld gefressen und gibt uns immer noch nichts Gutes. Vielleicht kriegst du noch ein bisschen was. Lass mal den Fliegenkopf hier wegbomben. Oder weghauen, besser gesagt. Wenn du ihn triffst. Schön, wie du überhaupt. Nee. Also, dieser Raum geht noch. Ich meine, dadurch, dass hier so viele Steine sind, kann man diese Charge-Maden so ein bisschen von einem weghalten. Da kriegen wir noch einen Penny. Mit bisschen Glück reicht das auch schon aus, um den guten Bettler ein bisschen dazu zu überreden, uns was Gutes zu geben. Jetzt komm zurück, nicht weglaufen. Und am Ende kriegst du doch nur wieder Mist. Ich krieg vor allen Dingen eine Bombe, mal wieder. Was ist das? Tears up. So langsam. Ah, wir haben... Nicht? Ich dachte, glaub, ich hätte, noch nicht drin. Ich dachte, ich hätte wesentlich mehr, aber okay. Geh nochmal drauf. Was? Wie nochmal drauf? Guck nochmal nach. Nein, so. Nochmal. Ja, hier. Auf Level 4 bin ich. Wenig, ja. Ich hätte mehr erwartet. Also ich dachte, wir hätten irgendwie schon durch die Pille und durch irgendwelche Items so und überhaupt. So, jetzt gib mir was Gutes. Pisser. Schade, schade. Aber du hättest noch einen leeren Raum auf der Karte. Nee, doch nicht. Nee, das ist der Shop. Ich dachte gerade über Bossraum, aber da ist ja doch keiner. Ja. Ich könnte quasi in den Shop gehen, aber ohne Geld bringt das leider nichts. Secret Room waren wir ja auch schon, ja. Ja, ja. Da war ja die Slot Machine drin, glaube ich. Ja, so. Die hätten wir eventuell noch in die Luft jagen können, um irgendwas zu kriegen. Fuck. Ich muss sagen, dass hier ist noch so ein stärkerer Chub, der wesentlich schneller ist, was mich gerade so ein bisschen in Panik verfallen lässt. Das wird schon, das schaffst du schon. Aber ich habe mir mal sagen lassen, dass man den auch mit Bomben füttern kann. Ja, wenn er gerade im Charge-Modus ist, ja. Frisst er die. Ja, das Problem ist, wir nehmen... Fuck. Ich kassiere gerade ein bisschen hart. Ist nicht ganz so ja, schön. Ich hab... Ist von was auch wurde ich denn getroffen? Von was wurde ich getroffen? Von den Viechern, die da rumrennen. Ja. Und schießen. Mach die auch. Ist gerade ein bisschen... Okay, da kriegen wir endlich einen Health-Up. Weil wir sind auf zwei Herzen. Das muss man sich überlegen. Zwei Herzen, das ist ja wirklich gar nichts. Und ich glaube, diesen Raum kann ich mir sparen. Da ist der Brimstone. Aber ich glaube, den Brimstone jetzt zu nehmen, wäre auch wesentlich ja, zu waghalsig, selbst für mich. Selbst für den Brimstone. Also gehen wir hier wieder raus und können wir noch irgendwas machen? Wir können nichts machen. Wir können es höchstens... Na gut. Nee. Ich sehe gerade ein bisschen schwarz. Du hättest noch in die Luft jagen können, in Hoffnung, dass da ein Penny rauskommt und stimmt, du vom Bettler was stimmt, kriegst. Stimmt, das kann man ja auch. Das habe ich leider wieder vergessen. Aber dann gehen wir jetzt hier direkt in den Secret Room. Oh Mann. Überall fliegen. Ah,
Schön, ist direkt unten die Bombe hin. Gar nicht weiter rennen, direkt unten die Bombe hin. Ich wollte noch ein Dekoteichen-Deck machen, weil da könnte sich auch was verstecken. Das Slot Machine. Soll ich die jetzt schon in die Luft springen? Komm, ich mach die jetzt schon mal weg, komm. Bomben, sehr gut. Und also quasi nur eine Bombe gratis bekommen. Terrorraum, Terrorraum! Kannst ja noch zum Boss porteln. Aber nee, das hebe ich mir für später auf, wenn, weil ich meine, im Warmp ist ja sowieso nichts, was man sich noch holen kann. Diese verdammten Fliegen müssen langsam auch mal sterben. Ja. Das Gute ist, dass wir den ganzen Screen gerade mit Schüssen voll spammen können. Was ist das? The Fool an den Anfangsraum, richtig? Genau. Ja, brauchen wir momentan noch nichts. Noch nicht. Oh, das sind die Bomben. Da muss man aufpassen. Das wäre beinahe ein Sauer gegangen. So, in den Raum unter dir bräuchtest du vielleicht gar nicht gehen. Wieso? Weil ich nicht klar, weil... Achso, ja. Weil das sowieso nichts ist, ja. Vermutlich. Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Beziehungsweise dank der Landkarte wissen wir, dass da nichts mehr weiter ist. So, ein Raum, der uns unendlich reich macht, wäre jetzt ganz schön. Oh, die Kopflosen. Nein, die... Das sind mit die zweitgehassten Gegner von mir. Die Springer. Dazu noch die Kerle, die man nur von hinten trifft. Ja. Das wäre natürlich mit dem Brimstone jetzt alles wunderbar gelaufen. Ja. Hätte ich mal den Brimstone genommen. Nee, ich glaube, das hätte ich nicht. Ich wäre jetzt schon nämlich tot. Okay, wahrscheinlich hätte ich mit dem Brimstone einfach jetzt alles weggeromst. Das heißt, ich hätte gar keinen Schaden genommen. Jetzt und da oben ist noch so ein grauer Stein. Ja, ich sehe es. Das ist ein Schlüssel, brauchen wir nicht. Ah, sehr gut. Oh, wir kriegen ein Kack-Item. Ich kann es nochmal zeigen, wie absolut beschissen das ist. Hat einfach so einen Splash-Effekt. Gehen wir mal zur Seite. Super, Slot Machine muss ja bringt uns wieder Itemraum gar nichts. Sein. Bitte? Irgendwo muss ja noch der Itemraum sein. Ja. Also ich sehe gerade ein bisschen schwarz, muss ich sagen. Nein! Oh, Nickel, sehr gut. Die Frage ist, noch ein Nickel. Sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, lohnt sich schon fast zum Bettler zu gehen. Ja, würde ich so auch sagen. Oder wir fordern unser Glück heraus und gehen zur Slot Machine und kriegen den Dollar. Das ist der Bettler, glaube ich, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Ja, wobei, der Bettler hat uns zweimal in den Stich gelassen. Und nochmal ein bisschen, sehr gut. Was wieder für den Bettler spricht. Ja. Oh nein, die, Nein, nein! Ja, bevor das hier ausartet. Und den Itemraum haben wir immer noch nicht gefunden. Aber wenigstens wo er ist. Ja. Viele Möglichkeiten gibt es ja auch nicht mehr. Aber wenigstens wissen wir jetzt, wo der Bossraum ist, schon mal. Auch schon mal was. Können Sie auch rein teleportieren? Nee, wie gesagt, ich will mir das Item aufsparen. Also das Tammy's Head. Ich entsinne mich. Oh, WTF. Nee, das geht noch ganz gut. So. Sogar recht einfach, ja. Auf. Und was kriegen wir? Wieder so ein Kack. Leertasten-Item. Wollen wir nicht. Also Marms Binde stunt die Gegner und die... nein, die stunt nicht. Die Gegner bewegen sich von einem weg. Also etwas, was uns eigentlich so gut wie nichts bringt. Wo war der Bettler nochmal? Habe ich den irgendwie verpennt? Links müsste der irgendwo gewesen sein. Stimmt. Das heißt, die Zukunft dieses Playthroughs wird sich jetzt entscheiden. Wobei, ich will erstmal in den Shop gehen. Was macht das Buch? Damage in irgendeiner Form. Aber es ist sicher ein Leertasten-Item, oder? Sieht jedenfalls so aus. Ja, ist auf jeden Fall ein Leertasten-Item. So, mein kleiner Freund. Und, ach genau, das spawnt auch dutzende Trollbomben. Okay, im Raum. Super. Sehr gut. 9 Volt, das macht, was macht das nochmal genau? Quicker Recharge stand doch gerade in der Ecke, lädt einfach die Leertasten-Item schneller auf. Okay. Stimmt, die andere Batterie war die sozusagen... Ach komm, ich probier's jetzt einfach. Eine Fliege, danke.
Wie hieß nochmal das Item, das sozusagen schon mal zwei von den Charge-Dingern macht, wenn man es benutzt? Hä? Ja, es gibt noch eine Batterie, die nicht Quicker Charge macht, sondern schon mal zwei von den Leertasten-Item Charge-Dingern macht, wenn man es benutzt. Komm, ach, ist egal. Das ist, glaube ich, immer Standard. Okay. Ich guck grad nochmal nach, welche das andere war. Ich sag's, unser komplettes Glück ist nicht hier. Nicht in der Stadt. Sondern ganz woanders. Okay. Alles Geld verschleudert. Wir sind pleite, wir haben nichts, wir haben nur Kack-Items. Also, okay, es könnte, glaube ich, vielleicht schlimmer sein, aber naja, es könnte auch wesentlich besser sein. Es könnte auf jeden Fall. Gegen The Fallen, sein. Den hatten wir noch gar nicht. Mal gucken. Worauf muss ich mich hier einlassen? Okay, der schießt schon mal, das nervt schon mal. Oh, der verfolgt mich. Der ist ein bisschen nervt, genau. Den, ja. Der wird sich dann nochmal spalten und. Und der kann Brimstone. Okay. Also, immer wenn du so die andere Batterie lädt alle 15 Sekunden ein bisschen dein Spacebar-Item auf. Macht das immer nach dem Charge? So gut wie? Was passiert jetzt? Der teilt sich ja. WTF? Schmeiß einfach dein Item an. Ja. Ich glaube, das will ich. Okay, einer ist down, einer ist down. Nein! Da dachte ich, ich hätte noch den Schutz. Ja, du wirst das schon noch überleben hier. Ja, wahrscheinlich. Jetzt komm schon! Geht down. Was kriegen wir? Das würde ich vielleicht nicht unbedingt einsammeln. Ernsthaft nicht? Was macht das denn? Du hast da nur noch ein Herz, dafür allerdings 9 Leben. Okay. Ist das nicht gut? Das ist so eine zweischneidige Geschichte. Ich persönlich finde es nicht so toll. Wenn du es haben willst, dann nimm es dir. Ich weiß auch nicht. Also du empfiehlst es mir nicht. Ich persönlich mag es nicht. Das sehen andere Leute vielleicht anders, aber ich persönlich mag es nicht. Ich glaube, ich würde es auch erstmal lassen. Also früh hätte ich es mir wahrscheinlich genommen, weil wir kriegen ja trotzdem die Health-Up-Items. Aber ich glaube, auf diesen Ebenen wird das schon ein bisschen seltener. So, direkt mal in den Secret Room. Nein, fliegen, Köppe. Natürlich verstecken sie sich jetzt in dieser scheiß Kante. Oh Mann. Nur um dich zu ärgern. Ja. Ich hätte, glaube ich, von vornherein den hier erstmal platt machen sollen. Am wenigsten sind wir schon mal direkt am Secret Room dran. Ja. Ein ganz kleiner Trost und wir kriegen immer noch mehr Schlüssel. Also ich bin fast davon überzeugt, dass das Spiel so einen Counter hat und merkt, was wir am meisten haben und es davon noch mehr gibt. Und Greed. Könnte nicht schlecht sein, denn wir kriegen dann wieder endlich mal ein bisschen Geld. Nein, natürlich trifft er uns fast schon zweimal. Und hast dadurch auch deinen Penny verloren, den du noch hattest? Ja, ein Penny ist ja egal. Nein! Oh, was mache ich denn? Was mache ich denn? Das ist doch nicht so schwer! So, kriegen wir, da geht der Daumen. Mehr Pennies. Und jetzt nicht aus Versehen nach draußen laufen. Gib mir irgendwas Schönes. Schlüsselbombe, kann ich mitleben. Womit ich nicht leben kann, ist mit dem 1,5 Health, das wir haben. Ach, du bist doch nur eine Ebene von Marm, was soll das schon schief gehen? Könnte ich nutzen. Aber ich will erstmal gucken, was uns noch so erwartet, weil vielleicht haben wir noch unendlich gute Sachen im Shop für wenig Geld. Glaube ich weniger. Glaube ich auch weniger, aber man weiß ja nie. Vielleicht kommt ein Bettler. Ich mag den Bettler eigentlich wesentlich gerne lieber als die Slot-Maschinen. Ist ja vom Effekt im Grunde ähnlich, würde ich sagen. Und wir kriegen Nickel und Geld, sehr gut. Oh, wir Chargers. Nein! Das könnte gefährlich sein. Das wäre gerade fast ins Auge gegangen. Ja. Vor allem, ich mache ja wirklich so unendlich wenig Schaden. Also nicht unendlich wenig, aber schon wesentlich weniger, als ich das vom Brimstone her gewohnt bin. Und ein Soul Heart, ist doch schon mal nicht schlecht. Du bist halt auch ein bisschen verwirrt, muss man dazu sagen. Nein, die scheiß Teleport-Fötus und dann noch so ein krasser. Föti? Ich weiß nicht, was die Mehrzahl von Fötus? Das frage ich mich auch Fötai. Gerade. Fötusse. Oh, das wäre beinahe wieder ins Auge gegangen. Du musst die auch treffen. Ja. Und möglichst nicht von dem Großen treffen lassen, ja. Weil der klaut dir ein komplettes Herz. Ich weiß, deswegen war ich gerade ein bisschen nervös. Aber ich bin da ohne Schaden durchgekommen. Also gar nicht mal so übel.
Ich probier's aber mal hier. Oh, sehr gut. Also irgendwie haben wir gerade den Easy-Mode an. Ja, würde ich anhand des Raums jetzt vielleicht nicht so sehen. Nein, fuck, da habe ich nicht nach unten geguckt. Das hätte ich mal lieber machen sollen. Aber wenigstens müssen wir jetzt... Los, dreh dich um. Geh in die andere Richtung. Du willst doch gar nicht zu mir. Ich stinke. Ach, natürlich explodiert er genau dann. Fuck. Na komm, ich lege hier schon mal eine Bombe hin. Okay. Es hätte auch was treffen können. Aber sagen, ich freue mich gerade so ein bisschen. Im Allgemeinen. Wieso das denn? Du hattest immer so ein Glück mit den Items, ja? Und jetzt musst du mal sehen, wie dieses Spiel im Normalfall ist. Wenn man nicht so verwöhnt ist. Ist das der Normalfall? Oh, wieso? Wieso? Was macht das überhaupt? Ach, entweder der stunt die oder der verlangsamt die. Irgendwie sowas. Also wieder scheiße. Dann nehme ich doch lieber My Little Unicorn. Bin ich auch ein persönlicher Fan davon. Also nicht nur, weil es ein eigentlich ganz gutes Item ist, aber... Ich bin ja ein großer Pony-Liebhaber. Genau, der BH stunt die so. Für 5 Sekunden. Das hier ist diese Quicker Charge, glaube ich, oder? Ja, alle 15 Sekunden pro Raum oder irgendwie sowas in der Art. So, ich nehme auf jeden Fall das Herz, weil health-technisch läuft es gerade nicht so gut. Und, aber ich glaube, ich will doch lieber die Slot-Machine, beziehungsweise wenn wir noch einen Bettler finden, den Bettler. Ich frage, ob du noch riskieren willst, jetzt noch Herzen zu verlieren. Stimmt, ich gehe einfach zum Boss, beziehungsweise gebe mein Geld hier aus. Nein. Ja, mit vier Herzen zum Dollar zu gehen. Wenn wir die Dollarnote bekommen, können wir natürlich alles schön im Shop lassen. Den Schlüssel. Also viel Geld bleibt uns nicht mehr. Eine Pille, okay. Range up, okay. Ach, was soll's? Könnte schlimmer sein, ja. Es könnte aber auch Health Up sein. Das wäre ganz praktisch. Bombe. Was war das? Ah, Geld. 2 Pennies. Okay, letzte Chance. Nein. Schade. Leider nichts. Absolut kein Glück heute. Wo laufe ich hin? Wo laufe ich hin? Oder? Ja, ich will zu Mom. Auch wenn das, glaube ich, fatal ausgehen wird diesmal. Ich sehe schon kommen. Könntest du sogar nahezu ohne Lebensverlust schaffen. Du hast ja dein Unicorn-Viech-Dingens. Und wenn du das anhast, musst du dich unbedingt von ihrem Fuß treffen lassen. Dann kriegt die nämlich extrem viel Schaden. Okay. Aber ich werde es, glaube ich, erst später benutzen, weil später spammt die echt fiese Gegner. Nein. Da wäre schon beinahe schief gegangen. Isaac. Hat mich irgendwas getroffen? Wenn ja, wo? Irgendwas hat mich getroffen, ja. Bei Mom kommt überall irgendwas. Nein, ich hab drauf gehofft, dass sie mit dem Fuß den Fleischhaufen Gegner trifft. Im Notfall, ich treffe Spacebar. Das ist echt traurig, wie wenig Schaden ich gerade mache. Nein! Das wäre wieder beinahe schief gegangen. Hättest du dir vorne 5 Stone holen können, dann hättest du jetzt noch ein Herz gehabt. Oh fuck. Da hat mich wieder irgendein scheiß Schuss getroffen. So langsam würde ich mal das Item denken. Mach mit. Isaac! Das hat ja schon mal jede Menge Schaden gemacht. Ja. Im Rest hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. So? Nein! Da habe ich beinahe wieder gepennt. Wie gesagt, man muss sich auf so vieles konzentrieren. Also, ja, okay, sehr gut, haben wir es geschafft. Und wir kriegen Dogfood, sehr gut. Und ein Health, ja. Endlich. Yay. Sehr gut. Ein bisschen Glück, endlich mal. Aber das wird auch nicht einfach, jetzt hier überall durchzukommen. Ja, ich werde auf jeden Fall in der letzten Ebene, also hier laufe ich noch ganz normal durch. Fuck, da ist so ein Spiegelgegner. Nicht in die Stacheln rennen. Aber du kannst ihn auch ein bisschen austricksen und selber in die Stacheln lotsen. Gut, dass du es mir sagst. Vielen Dank. Da wäre ich echt nicht drauf gekommen. Nein, da. Schnell in die andere Richtung laufen.
Für das war echt ein fieser Raum, muss ich sagen. Also, du hast ja noch 3,5 Herzen. Ja. Und eine Trollbombe. Irgendwie kommen die heute relativ oft. Oh. Nein! Nein! Das ist. Oh Gott. Der Terrorbaum. Ein Haufen Becharger. Oh Gott. Jetzt lass dich doch nicht von allen treffen. Und der Typ lebt noch. Dann laufe ich auch noch rein, okay. Gleich könnte es vorbei sein. Mit ein bisschen Glück findest du jetzt noch im Raum dein zweites Leben. Was für Terrorbäume habe ich hier vor mir? Geld, natürlich. Vielen Dank, das ist das, was ich brauche. Und kein Health, okay. Ich habe gerade ein bisschen Panik, muss ich sagen. Ja, das könnte jetzt ein sehr baldiges Ende nehmen, dieser Run. Intuition, ich gehe einfach mal runter. Der perfekte Raum. Lauf jetzt nicht aus Versehen in die Maschine rein. Aber wir haben unser Spacebar-Item fertig. Das heißt, wenn ich Gefahr wittere... Ich würde eher nach Spacebar unten gehen, als nach links, aber okay, gut. Dann, Das wäre schon wieder beinahe zu Ende gewesen. Die machen richtig krassen Schaden, ja, ne? Ja, ist doch fast schon egal. Komm her, kleiner Pisser. Wieso könnt ihr mir nicht Health geben? Ernsthaft. Warum? Ja. Boah, jetzt kommt aber jeden Raum abgrasen, oder was? Ja. Kein Wunder, da hätte ich nichts erwarten können. Okay. Ein bisschen beschissen gelaufen, aber ich schieb die Schuld einfach mal aufs nicht vorhandene Glück. Ärgerlich, ärgerlich. Aber wir lassen uns nicht entmutigen, denn wir machen quasi gleich weiter. Im Grunde dasselbe, halt nur mit mehr Glück, hoffe ich. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Let's Fail. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe mich gar nicht so schlecht angestellt. Aber naja, man kann nicht immer Glück haben. Trotzdem vielen Dank fürs Zusehen und ja, wir sehen uns wieder bei mehr Super Fanta mit The Binding of Isaac. Macht's gut. Auf Wiedersehen.